Guten Tag, mein Name ist Gerd Hans und ich bin von der Firma Astaro AG. Die Astaro stellt Netzwerksicherheitslösungen für den Mittelstand her. Die Firma wurde im Jahr 2000 gegründet mit dem Ziel, mittelständischen Firmen Netzwerksicherheitsprobleme abzunehmen. Wir haben jetzt 10 Jahre später 180 Mitarbeiter weltweit. Der Hauptstandort in Karlsruhe hat ungefähr 110 Mitarbeiter. Dort findet die komplette Produktentwicklung statt. Und wir haben Vertriebsbüros rund um die Welt, in Amerika, in Boston, in UK, in Singapur, in Japan und auch in Australien. Wie Sie hier sehen, gibt es eine ganze Reihe von Hardware-Appliances, von kleinen Firmen mit 10, 25 Mitarbeitern bis hin zu den großen Modellen für 3.000, 4.000 Mitarbeitern. Generell lösen wir drei Probleme des Kundens. Einmal Network Security, das heißt alles rund um das Thema Firewalling, VPN, Intrusion Prevention, Standardanbindung von mehreren Niederlassungen. Im zweiten Bereich das Thema Web Security, das heißt den Internetzugang zu sichern, die Mitarbeiter vor Gefahren wie Viren und Spyware zu schützen, allerdings auch die Produktivität zu steigern, um die Mitarbeiter während der Arbeitszeit nur auf produktive Internetseiten gehen zu lassen. Wie Sie hier sehen, gibt es unterschiedliche Modelle. Das ist unser Einstiegsmodell. Das ist die Astaro ASG 110. Das ist für 10 bis 25 Nutzer und schützt Unternehmen vor allen Gefahren, die es heutzutage gibt. Es gibt hier unterschiedliche Größenordnungen. Die 220 ist das mittlere Modell bis 100 Mitarbeiter. Die ASG 320 bis 300 Mitarbeiter. Die 425 bis 750 Mitarbeiter. Und noch größere mit 1000 oder 3000 Mitarbeitern. Ganz neu im Programm haben wir auch unsere Wireless-Produktlinie. Das heißt, Wireless-Internet oder Wireless-Netzwerk ist immer wichtiger. Aber ein sicheres Netzwerk aufzubauen im Wireless-Bereich ist aufwendig und teuer normalerweise. Wir werden ab Mitte dieses Jahres eigene Access Points anbieten, die zentral von unseren Appliances administriert und konfiguriert werden und somit dem Administrator das Leben dort sehr viel erleichtern. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Claudia Seeger, Marketingleiterin für Deutschland bei der Astaro. Die CeBIT für uns fantastisch. Tolle Besucher, voller Stand. Sie sehen es hier um uns herum. Wir sind voll zufrieden und freuen uns auf ein paar weitere Tage. Wir sind seit 10 Jahren dabei. Wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und sind auch 10 Jahre auf der CeBIT. Und wir können uns nicht beklagen. Gute Qualität der Besucher, entsprechende Projekte, gute Diskussionen. Gerne wieder. Ja, es gibt noch zwei weitere Neuigkeiten, die wir heute auf der CeBIT announcen. Das ist einmal das Thema E-Mail-Archivierung. E-Mail-Archivierung, es gibt rechtliche Anforderungen, dass jede Firma E-Mails archivieren muss, teils aus steuerlichen oder rechtlichen Gründen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich muss diese E-Mails 10 Jahre aufbewahren, was viel länger ist als normalerweise üblich. Und ich muss auch den Zugriff aus Datenschutzgründen entsprechend regeln. Dazu bieten wir einen Webservice an, wo der Kunde seine E-Mails in unseren Rechenzentren speichern kann, verschlüsselt, gesichert für den Zugriff und somit für eine einfache Gebühr von 35 Euro pro User pro Jahr alle E-Mails archiviert werden, rechtskonform. Ja, wir haben 3 neue Produkte im Kofferraum. Zum einen unsere Remote-Lösung für Offices. Damit kann man Sicherheit sehr einfach in Remote Offices anbinden. Wir haben eine Mail-Archivierungslösung im Portfolio und eine Wireless-Lösung, die alle in den nächsten Monaten gelauncht werden und sehr, sehr spannende Projekte bringen. Nein, es gab jetzt noch keine unerwartet positiven Geschäftsentwicklungen, aber im Generellen sind die Gespräche, die wir schon im Vorfeld organisiert haben, alle sehr positiv verlaufen. Es sieht alles so aus, dass es sich unterm Strich sehr positiv entwickelt. Aber ich erwarte immer noch, dass wir einen Überraschungsabschluss bekommen und werden sehen, ob wir den bis Ende der Woche haben. Wie finden Sie denn dieses Jahr CeBIT Hannover?
Die CeBIT Hannover ist ein Traum, wirklich ein Traum. Wir können uns kaum retten vor Kundenanfragen. Wir haben auch 3 bis 4 neue zentrale Themen hier, die wir vorstellen. Also RED, Remote Ethernet Device, das heißt die ideale Geschäftsstellenlösung, für die unsere Kunden bzw. hier reges Interesse zeigen bzw. uns hier auch wirklich fast die Bude einrennen. Ne? Also wie gesagt, wir sind sehr zufrieden. Wir haben zwar erst 2 Tage hinter uns, aber ich glaube, das wird eine unserer erfolgreichsten CeBITs überhaupt. Und ich hoffe, dass sich das einigermaßen auch amortisiert, beziehungsweise freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir im regen Kundenkontakt stehen und eben auch die Anforderungen am Markt hier auch ein bisschen aufnehmen können entsprechend und umsetzen, hoffe ich. Sie haben erstmal, wenn Sie sich einloggen, einen groben Überblick über, was das Produkt Ihnen bietet, welche Funktionen angeschaltet sind, wie die Auslastung der Ressourcen sind und haben hier dann alle weiteren Möglichkeiten, um zum einen die einzelnen Funktionen zu konfigurieren, aber eben auch zu schauen, wie ist die Auslastung der Maschine, Reporting-Funktionalitäten und da auch entsprechende Einstellungsmöglichkeiten. Das Ganze wird eben von uns bereitgestellt über sogenannte System-Up-to-Dates, die sich die Maschine automatisch herunterlädt. Ich zeige es gerade mal ganz kurz. Und dort dann unterschiedliche Funktionen letztendlich geupdatet werden, aber auch neue Features mit reinkommen können. Wir haben uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, sämtliche Sicherheitsprobleme eines mittelständischen Unternehmens zu lösen. In diesem Zuge werden wir weitergehen und immer mehr Aspekte abzudecken. E-Mail-Archivierung, Wi-Fi ist heute, aber es gibt auch noch den Punkt Desktop-Security für mobile Nutzer auf dem Laptop, Vulnerability Assessment. Es gibt noch sehr viel Arbeit, die man den Administrator abnehmen kann, um schlussendlich der führende Hersteller für Sicherheitslösungen für den Mittelstand zu werden. Dankeschön.